Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. Ich bin Oliver Krüger und heute habe ich eine Ansage in eigener Sache. Es gibt eine neue Online-Plattform für Autointeressierte, für Videos zum Thema Auto. Die heißt bezeichnenderweise ganz einfach Auto Deutschland TV. Auto Deutschland TV gehört zur ProSieben Sat1 Mediengruppe und die haben eine neue Online-Plattform ins Leben gerufen, Auto Deutschland TV, als, ja, ich sag mal, Alternative zu YouTube zum Beispiel, weil es auf der Plattform nur und rein um Autovideos geht. Und zwar um Autovideos in einer gewissen Qualität. Und ich bin angesprochen worden von ProSieben Sat1 Sports und ja, ich kann mit Stolz sagen, 163 Grad ist dabei. Ihr seht, wenn ihr mögt, meine Videos jetzt auch auf Auto Deutschland TV ist hier hinter mir drauf und mal schauen, wie das weitergeht. Das gibt es erst seit kurzem, das ist ungefähr vor 4 Wochen online gegangen und entwickelt sich jetzt so ein bisschen als, ja, ich sag mal, softer Start und mal sehen, wo es hingeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Auf Auto Deutschland TV die Videos einmal anschaut. Es sind im Moment noch exakt dieselben wie auf YouTube. Das mag sich in Zukunft auch mal ein bisschen ändern. Auf jeden Fall ist es eine neue Plattform für alle Themen rund um Auto und für alle, die für Autos Interesse haben. 163 Grad, mein Kanal ist auf dieser Plattform aktuell der einzige Kanal, der sich speziell um Elektromobilität kümmert. Es sind aber ganz viele andere spannende Kanäle dabei, wenn man sich für Autos interessiert. Zum Beispiel sind dabei Daniel Abt, der hat auf YouTube immerhin 267.000 Abonnenten zum Beispiel und 43 Millionen Aufrufe seiner Videos. Also der macht wirklich gute Videos und er macht ja auch schon ein paar Sachen in Sachen Elektromobilität, denn der fährt in der Formel E mit, wie jeder von euch weiß wahrscheinlich. Und deshalb geht das auch schon so ein ganz bisschen kleinen E-Mobilitätstouch hat er schon. Dann ist Autogefühl dabei, der hat auf YouTube 389.000 Aufrufe, Abonnenten, feste Abonnenten und 169 Millionen Aufrufe. Da ist der schon, also wow. Sophia Calate ist dabei, 71.000 Abonnenten auf YouTube und 12 Millionen Aufrufe. Und noch ein paar andere, wie zum Beispiel Ausfahrt TV, Voice over Cars, Automativ, Autotester, Motorreport, Let's Drive, Autonotizen. Da sind also so ein paar, ja, ich sag mal, YouTuber auch mit dabei, die schon ein gewisses Gewicht haben und deren Videos ein gewisses, ja, ich sag mal, optisches Format haben, das man sich dann auch ganz gerne anguckt. Und ich bin wirklich stolz darauf, sagen zu können, dass 163 Grad damit dazugehört, dass man hier auf mich aufmerksam wurde und dass die Videos jetzt bei Auto Deutschland TV gelistet sind und dort laufen. Mich würde mal interessieren, schaut mal auf die Plattform. Wie seht ihr das? Wie sind die Videos? Wie ist der Bedienflow? Wie kommt ihr mit der Plattform zurecht? Ist das alles so, dass er sagt, ja, komme ich gut mit klar oder gibt es da irgendwas? Meldet das doch mal zurück in den Kommentaren zu diesem Video und dann gebe ich das gerne so weiter. Ich denke mal, das Team von Auto Deutschland TV ist auch auf euren Input gespannt, ob ihr diese Plattform, ja, wie sie bei euch ankommt, wie das Bedienkonzept ist. Ich weiß, einige von euch schauen diese Videos hier nicht auf dem Computer, sondern auf dem Fernseher. Das ist natürlich mit Auto Deutschland TV im Moment noch nicht möglich, aber schaut einfach mal rein. Würde mich sehr freuen, wie ihr das findet. Ja, das war es ganz kurz in eigener Sache zum Thema Auto Deutschland TV und 163 Grad Oliver Krüger auf diesem Kanal. Ja, und wer weiß, wie gesagt, es gehört zur ProSieben Sat1 Sports GmbH und die gehört wiederum zur ProSieben Sat1 Mediengruppe. Keine Ahnung, wohin das führt. Das wird man sehen. Das war's, bleibt dran. Ich bin dabei im Schnitt. Wie gesagt, hier hinten läuft Auto Deutschland TV. Ich habe hier noch jede Menge Videomaterial. Das alles sind Speicherkarten, auf denen noch Videos drauf sind, die ich für euch schneiden muss. Und da bin ich gerade bei. Und insofern kommt noch jede Menge Material von 163 Grad Oliver Krüger zum Thema Elektromobilität. Also bleibt dran.